Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier aus meiner Werkstatt. In dieser Folge geht es um meine Bang & Olufsen Stereoanlage. Die funktioniert nicht mehr so ganz. Ich werde da diverse Dinge reparieren und das möchte ich euch gern zeigen. Das erste Problem sind die Türen. Die öffnen sich nicht mehr. Der Motor funktioniert, den hört man, aber die Türen öffnen meistens gar nicht mehr, manchmal noch teilweise. Muss man hier von Hand und schließen dann dasselbe. CD funktioniert einwandfrei, auch die Öffnung vom CD-Schlitten funktioniert. Und das zweite Problem ist das Tape Deck. Wenn ich jetzt das einschalte, dann wird man hören, dass der Motor läuft, aber die Kassette wird halt nicht angetrieben. Ihr habt das gehört, wenn ich jetzt Play drücke, passiert einfach nichts. Diese Probleme haben halt viele dieser B&O-Anlagen, diese Baureihe. Die haben ja auch mehr oder weniger dasselbe Alter. Das Problem ist meistens, dass die Antriebsriemen spröde sind und sich gedehnt haben und deswegen funktioniert es nicht mehr richtig. Also eigentlich eine kleine günstige Sache, aber halt mit großem Effekt. Deswegen kann man diese Anlagen momentan auch relativ günstig kaufen bei eBay und so weiter, weil halt meistens schreiben halt die Leute zum Beispiel, dass das Kassettendeck nicht mehr funktioniert, was vielleicht noch nicht so schlimm ist, mit dem könnte man wahrscheinlich noch leben, aber halt oftmals auch, dass sich die Türen nicht mehr öffnen oder manchmal auch, dass der CD-Schlitten nicht mehr auf und zu geht. Ich habe mir Gummis bestellt. Antriebsgummis, und zwar drei Stück. Den großen fürs Kassettendeck, den mittleren für die Türen und der kleine ist für den CD-Schlitten. Funktioniert bei mir zwar noch, aber wenn ich es schon öffne, werde ich das gleich mit ersetzen. Es werden auch noch weitere Videos zu Bang & Olufsen kommen. Ich habe noch alte neue Lautsprecher gekauft. Pentas von Bang & Olufsen, diese fünfeckigen großen Dinger, die haben auch bekannte Probleme. Teilweise betrifft es meine, die ich habe. Und zwar sind das die Sicken von den Mitteltönen. Die reißen halt oft. Das Schaumstoff um die Membrane drumherum und der reißt. Und den will ich dann ersetzen. Das möchte ich mit euch zusammen machen. Viele sind auch betroffen von Verstärkerproblemen, also dass der Klang nicht mehr gut ist oder die Endstufen teilweise gar nicht mehr einschalten oder nur sporadisch oder sich nach einer gewissen Zeit wieder ausschalten. Das sind oft Kondensatoren, die das Problem verursachen. Meine haben das jetzt nicht, aber die haben ja auch das Alter, also von daher, ich werde die Kondensatoren ersetzen. Ich habe den ganzen Sack voller Kondensatoren bestellt. Das machen wir dann auch zusammen und auch die Sickenreparatur. Da könnt ihr euch freuen und wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann wäre jetzt die Möglichkeit, mich zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Ich werde euch die Links von den Antriebgummis unten in die Videobeschreibung packen. Dann könnt ihr die dort bestellen, wenn ihr Interesse habt. Die kosten auch wirklich nicht viel Geld. Also das ist eigentlich eine gute Möglichkeit, wenn man etwas handwerklich begabt ist, sehr günstig, wenn nicht beinahe kostenlos, an eine solche Anlage zu kommen. Und die funktioniert auch heute noch einwandfrei. Die hat auch einen AUX-Eingang. Da kann man dann, also ich habe da so einen externen Radio angeschlossen, damit kann ich Internetradio hören, Spotify, ich kann auf meine Festplatten zugreifen, also einfach so ein Streamer. Und das funktioniert echt gut. Ich habe das Gerät jetzt seit 10 Minuten ausgesteckt, das ist wichtig, damit sich die Kondensatoren entladen können, weil ansonsten besteht da immer noch eine Gefahr, dass ihr einen Stromschlag kriegen könnt. Und dann beginnen wir die mal zu zerlegen. Ich werde als erstes die Glastüren entfernen, nicht dass da was passiert. Die kann man eigentlich öffnen und dann sind die nur gesteckt. Kann man einfach rausziehen. Das war's. Ist auch
gut staubig, das Ding, aber macht ja nichts. Jetzt muss ich die Rückseite demontieren. Da sind 1, 2, 3, 4, so wie es aussieht, 5 Torx-Schrauben. Ne, 7. 7 Torx-Schrauben. Jetzt sieht man schon mal ins Innere. Auf dieser Seite befindet sich der Antriebsgummi für die Türen. Und ja, der ist ziemlich lose. Also der hat überhaupt keine Spannung mehr. Da ist jetzt der Motor, da ist das Antriebsrad und da befindet sich der Riemen. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Das Kassettendeck befindet sich da drunter. Also da müssen die ganzen Platinen weg, dieses Kunststoffteil. Und wahrscheinlich auch noch die obere Platine, wenn die bis nach unten geht. Wir werden sehen. Ich nehme jetzt vorne auch noch die Kunststoffabdeckungen weg. Die sind eigentlich auch nur gesteckt. Kondensatoren auch auf der Rückseite, die werde ich mir noch anschauen, ob die noch gut aussehen. Das erkennt man ganz gut, wenn die aufgebläht sind oder schon Flüssigkeit austritt, dann muss man die definitiv ersetzen. Ansonsten, ich werde die jetzt nicht durchmessen, man könnte die auch ausbauen und durchmessen, dann ist man ganz sicher, dass alles in Ordnung ist. Das werde ich jetzt nicht machen, ich werde die nur optisch kontrollieren, weil die Anlage funktioniert ja soweit. Und wenn die in ein paar Jahren dann nicht mehr funktioniert, dann mache ich das dann. Ich werde jetzt, bevor ich das komplett zerlege, werde ich den Antriebsriemen der Türen ersetzen, damit ich dann sehe, ob das wieder funktioniert. Weil so kann ich dann noch Strom drauf geben und das kurz testen. Und erst danach werde ich dann das Teil komplett zerlegen. Das ist eigentlich relativ einfach. Es gibt eine kleine Hürde. Man kann den Antriebsgummi nicht einfach so demontieren, weil da noch ein Sicherungsring ist und das ist etwas knifflig zum Wegnehmen. Aber das schauen wir uns an. So, jetzt muss ich das Teil hier wegschrauben. Das sind, so wie ich sehe, 3 Torx-Schrauben. Die werde ich mal lösen. Beim unteren da ist noch ein Massekabel. Das sollte man dann nicht vergessen. So, jetzt ist das Teil lose. Man kann es nicht komplett entfernen, weil da hinten, hier könnt ihr es vielleicht erkennen, da geht halt der Seilzug durch und der ist natürlich noch befestigt. Aber das müssen wir eigentlich gar nicht. Ich würde empfehlen, den kompletten Seilzug. Also ich traue mich da nicht, den irgendwie zu demontieren. Keine Ahnung, ob ich den wieder jemals so drauf kriegen würde. Deswegen baue ich das nur teilweise aus. Den Gummi nehme ich jetzt mal vom Antriebsmotor ab. Wahrscheinlich muss ich den dann auch noch lösen. Mal schauen. So, hier haben wir jetzt den Gummi. Jetzt befindet sich hier beim Antriebszahnrad, also nicht da, wo der Gummi drauf läuft, sondern das davon angetrieben wird, befindet sich in der Mitte ein kleiner Sicherungsring. Den müssen wir entfernen. Da braucht ihr halt einen kleinen Schraubenzieher, so vielleicht eine kleine Spitzzange, Pinzetten und dann kriegt ihr das hin. Das ist nicht so eine wilde Geschichte. Halt einfach etwas aufpassen, dass ihr den nicht verliert. Wobei, das kriegt man alles. Das sind Normteile. Guten Eisenwarenmarkt hat solche Dinger. Ich muss mir den erstmal etwas zurecht drehen. Hier könnt ihr den nun sehen. Das ist auch ganz praktisch, so ein magnetischer Schraubendreher. Ich habe jetzt das nur mit dem Schraubendreher gemacht, also kein Thema. Jetzt kann man das Antriebszahnrad etwas herausziehen und den Gummi, der ist ja so hinten dran, darüber. Und jetzt muss ich noch den Motor lösen, damit wir da auch noch ausfahren können. Da haben wir das gute Stück. Das ist der neue. Man sieht schon gut den Größenunterschied. Der neue ist auch etwas dicker, damit er sich eben nicht mehr so leicht dehnt. Also schon viel straffer. Legen wir den da ums Antriebsrad. Ich klemme den oben mal ein. So, jetzt umgekehrte Reihenfolge. Motor montieren. Ich mache jetzt gleich den Antriebsriemen aufs Motorritzel drauf. Ja, das sitzt wesentlich straffer. Merkt man gut. Also ich habe jetzt den
die untere Schraube hier reingemacht, aber noch nicht festgezogen. Und nun lässt sich der Motor halt noch hin und her schieben. Das erleichtert dann das Anbringen des Gummis. So, jetzt kann der festgeschraubt werden. So, der ist fest, das sitzt gut. Jetzt kann das untere Zahnrad wieder montiert werden. So, der sitzt wieder an seinem Platz. Dann können wir das zurückbauen. So, der ist wieder eingebaut. Jetzt baue ich kurz die Türen an. Die sind übrigens hier angeschrieben, wie die reinkommen. Die kann man einfach reindrücken. Ich habe jetzt die Glastüren montiert. Die Führungen habe ich noch mit einem Wattestäbchen und etwas Silikon geschmiert. Und nun funktioniert das wieder einwandfrei. Die Führungen einfach hier mit etwas Silikon, nicht zu viel. Jetzt läuft es wieder wie Butter. Jetzt mache ich mich ans Kassettendeck. Da müssen diese beiden Platinen weg. Und das mache ich jetzt. Da befinden sich hier drei Torx-Schrauben. In der mittleren ist ein Massekabel. Die äußeren bei denen nicht. Die müssen wir lösen. Jetzt befinden sich hier noch vier Torx-Schrauben. Die Clips hier unten, die kann man so zurückziehen. Mit sanfter Gewalt. Unten hat es noch zwei Torx-Schrauben. Wenn ihr das gelöst habt, sollte dann die komplette Einheit so wegkommen. Hier auf der Platine schaue ich mir noch die Kondensatoren an. Die sehen in Ordnung aus, die sind nicht gebläht. Jetzt hat es hier diverse Kabelbinder, wo den Kabelstrang am Gehäuse fixieren. Die werde ich mal abknipsen. Und dann haben wir hier etwas mehr Luft zum Arbeiten. Jetzt kann man eigentlich das ganze Teil so auf die Seite legen. Und jetzt hat man hier einigermaßen Platz. Jetzt muss noch diese Platine hier weg. Ist ebenfalls mit Torx-Schrauben. So, jetzt kann man die runterklappen. Auf der Platine hat es diverse Stecker. Die werde ich abziehen. Hier auch die Kondensatoren. Die sehen auch in Ordnung aus. Es sieht so aus, als wäre das Tape Deck mit vier Kreuzschrauben montiert. Ja, da liegt nun das gute Stück. Den Kabelbinder hier durchtrenne ich noch. Das ist vom Tonabnehmer hier ebenfalls. So, dann räume ich mal das andere Zeugs weg. Jetzt hat es auf dieser Seite hier eine Kreuzschraube und auf der anderen Seite ebenso. Man kann das dann so aufhebeln. Ich mache da am Boden unten die Schrauben auch noch raus. Dann noch das Kabel lösen. So. Jetzt kann man den Motor abnehmen. Und hier im Inneren sieht man dann auch schon den Riemen. Man muss sich halt jetzt merken, wie der liegt, wo der genau durchgeht. Aber das ist ja eigentlich dann kein Problem. So, jetzt das hier etwas eng, aber ich denke, das kriegen wir hin. Weil irgendwie, ich sehe nicht, wie man die Platine da wegnehmen kann. Aber ich denke mal, man kriegt so auch hin. Das mal weg. Also es geht. Es geht schon. Es ist ein Gefriemel, aber es geht. Jetzt der Riemen. Ja, der ist ziemlich lasch. Auch hier seht ihr wieder den Längenunterschied. Der hintere, da wo mein Finger drin hängt, das ist der neue. Und vorne das ist der alte. Also der ist wesentlich länger und auch nicht mehr so elastisch. Jetzt machen wir einfach umgekehrte Reihenfolge. Ich mache den da wieder so rein. Das hat wieder ein Gefriemel, aber so mit einer Pinzette geht das relativ gut. Sollte das passen. Jetzt wird es wahrscheinlich etwas tricky, weil jetzt müssen wir da den Motor wieder einbauen und das Ganze dann noch, kommt dann noch das Kabel in den Weg.
kann man den so hochklappen und dann den Riemen über die Motorwelle führen. So. Da sieht das relativ ordentlich aus. Der Riemen sitzt nun einwandfrei. Das heißt, wir können das Deck wieder zusammenschrauben. Das war's mit dem Kassettendeck. Jetzt machen wir noch den CD-Player. Der Riemen für die CD-Klappe sitzt hier. Da sieht man ihn. Und das ist eigentlich das gleiche Prinzip wie bei den Türen. Wir haben da so, wir haben da so einen Sprengring. So, der ist mir jetzt weggeflogen. Zum Glück habe ich den wieder. Jetzt kann man das Zahnrad etwas herausziehen. Mal schauen, ob ich das so gelöst kriege. Ich nehme schon mal den Riemen von der Welle runter. Jetzt ist das auch so eine Messingbüchse. So, ja, man kann das einfach so etwas zur Seite biegen und den Riemen rausnehmen. Das ist der neue Riemen. Ja, auch der ist etwas länger, aber nicht schlimm. Und der alte hat auch noch gut Spannung. Ja, der neue ist schon etwas satter, aber ich denke, den hätten wir noch lassen können. Der hätte es noch einige Jahre getan. Ja, ist schwierig, das zu filmen. Ich denke, ihr seht wahrscheinlich nicht allzu viel. Aber ist nicht schwer. Also wenn ich das kann, dann könnt ihr das schon lange. Den Sicherungsring wieder montieren. So. Ich drehe das dann immer von Hand noch, um zu schauen, ob es funktioniert. Sieht gut aus. So, dann sind wir durch. Dann geht es ans Zusammenbauen. Das Kassettendeck können wir jetzt wieder einbauen. So, dann die Platine, schließen wir mal die Stecker an. Und zum Schluss noch die untere Platine und Netzteil. So, ich habe jetzt soweit zusammen, damit wir das testen können. Erstmal die CD. Das sieht gut aus. Die läuft. Kassettendeck. Läuft. Spulen. Ja, sieht gut aus. Ja, dann mache ich jetzt noch den Rest zusammen und dann wären wir damit durch. Rückwand. So, ich mache erst noch die Plastikteile vorne rein. Hier hinten drauf, ja, das könnt ihr wahrscheinlich nicht, doch, so seht ihr es, ist ein Pfeil mit ab, also oben. Dann montieren wir das auch so. Ah, außen natürlich so. Und dann noch Gehäuse zuschrauben. So, fertig. Nun, bin zufrieden. Jo, dann war es das wieder mit diesem Video. Ich hoffe, ihr konntet was lernen. Euch hat es geholfen und gefallen. Wenn dem so ist, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen oder über ein Abo. Dann vergesst nicht, das Video für die Penta B&O Lautsprecher werden noch kommen. Das wird bestimmt interessant. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Bis bald. Ciao, ciao.